Shalom und herzlich willkommen, du auserwählte, du einmalige und du wunderschöne Braut Jesu Christi. Da gehören nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder, die schon verstehen und sich selber dazu entschieden haben, Jesus ein Ja zu sagen. Unser Thema heute ist immer noch die Reihe Frau sein heute, 2020. Und mit jeder Woche erkennen wir immer mehr, wie dunkel es geworden ist, wie viele Meinungen, wie viele Worte gesprochen werden, in den Nachrichten weitergegeben, übers Internet. Und wir stehen oft im Dunkeln und wissen nicht, wo wir hin sollen, auf wen sollen wir hören. Und deshalb möchte ich dieses Thema ganz besonders unter Gottes Schutz und Gottes Segen stellen, so damit wir heute verstehen, wer die Wahrheit ist und was auf uns zukommt. Und mein ganz großer Wunsch ist, dass wir heute aufwachen, aufstehen und gehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr der aller Zeit bist und dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Wir brauchen überhaupt keine Angst haben. Aber Herr, du siehst, wie oft wir in Versuchung stehen auf die Dinge und auf die, Vorgehen in der Welt zu achten und dabei den Blick zu dir zu verlieren. Wir sind in Gefahr und deshalb brauchen wir unbedingt deine Hilfe. Wir wollen heute verstehen, was du uns damit sagen willst, wenn du uns dein Wort gibst. Wir rechnen mit dir, sitz du bitte auf dem Thron. Wir wollen dich lobpreisend anbeten und achten, vor dir uns beugen und sagen, danke Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. Amen. Die Zeit gegen Mitternacht und Corona, das ist unser Thema. Und ich würde am allerliebsten eine Posaune jetzt blasen, damit wir alle aufwachen. Oder einen Schofar wie in Israel, sodass alle aufwachen, weil wir haben höchst späte Zeit. Es ist kurz vor Mitternacht. Mitternacht ist 12 Uhr oder 24 Uhr, wenn der Tag zu Ende geht. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis und ich glaube, dass er uns zeigen will, was kommt. Es ist nicht nur ein Gleichnis, sondern es ist ein prophetisches Wort, glaube ich. Wir lesen mal in Matthäus 25, 1 bis 13, die Geschichte. Dann wird das Himmelreich sein 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber waren von ihnen klug und 5 waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht.
Geht aber zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Wir segnen dieses Brot, uns zur Kraft und dir zum Preis, Herr Jesus Christus. Wenn man das Kapitel davor liest, da fragen die Jünger und zuerst sagen die, wie schön der Tempel erbaut ist. Die wollen Jesus zeigen, wie schön alles ist. Jerusalem, Jerusalem, wir stehen in deinen Toren und wünschen dir Glück. So ging es den Jüngern damals. Sie liebten alle ihre Stadt Jerusalem. Warum? Weil dort der Tempel stand und dort das Opferlamm immer wieder gebracht wurde und sie dort ihre Feste gefeiert haben. Auf jeden Fall, sie liebten Jerusalem. Und jetzt erzählt Jesus, er hat ihnen dann erzählt, was alles passieren wird. Und immer wieder hat er zu ihnen gesagt, darum wacht, erschreckt nicht, wenn alles das oder jenes passiert. Wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Und jetzt erzählt er dieses Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, 10 Jungfrauen, dieses Bild oder dieses Gleichnis erzählt Jesus aus dem Praktischen, was in Israel meistens bei einer Hochzeit vorging. Der Bräutigam kam und hat um die Hand angehalten der Braut und hat auch bei den Eltern den Preis ausgehandelt, den Preis bezahlt. Und dann erst ging er heim, um die Wohnung vorzubereiten. Und wenn die Wohnung fertig war, ist er wieder zurückgekommen, um die Braut abzuholen. Und das war immer ein spannender Moment. Wann wird er fertig sein mit der Wohnung? Und wann kommt er zurück? Ja, das ist sehr spannend auch heute. Das Bild aber spielt für die Braut Christi. Ich habe lange überlegt und habe gedacht, wo ist aber die Braut? Und dann habe ich gefragt, Herr Jesus, wer ist die Braut? Wo ist die Braut? Jesus hat mir eine Antwort gegeben und hat gesagt, das ist die Braut, die 10 Jungfrauen. 10, das ist eine symbolische Zahl, eine vollkommene Zahl und bedeutet doppelte Gnade. 5 ist Gnade, 10 ist doppelte Gnade. Darauf gehe ich jetzt nicht näher hinein, das behandeln wir vielleicht noch anders mal. In Römer Kapitel, in 1. Korinther 12, da steht ein Vers, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Der Paulus meint hier, dass wir alle, wir Menschen, jeder wie ein Glied vom großen Leib Christi ist oder Braut. Es geht immer um einen menschlichen Körper
Und er hat ja sehr viele Glieder. Und wenn man jede Zelle noch nimmt, es gibt ganz, ganz viele, sodass ein weltweiter Leib Christi möglich ist. 10 ist nur eine symbolische Zahl, also eine vollkommene Zahl. Und damals war nicht nur das Outfit, das Hochzeitskleid vielleicht, sondern sehr wichtig war bei der Braut das Licht. Weil um 6 Uhr war es dunkel und es gab keine Straßenlampen. Sie brauchten unbedingt Licht. Und deshalb hat jede Jungfrau damals Licht gehabt, ein Gefäß, eine Öllampe und Öl noch dazu. Das wussten sie, weil man weiß nicht, wie lange man warten muss und das Licht muss brennen. Es war keine feste Uhrzeit ausgemacht. Und Jesus, der sagt uns in Johannes 12, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Und deshalb wussten sie, wir brauchen das Licht. Jesus meint natürlich diese Dunkelheit auf das Geistliche. Und wir wissen, dass Jesus das Licht ist. Er ist die Wahrheit. Wenn er was sagt, dann wissen wir 100%, das ist die Wahrheit. Ganz im Gegenteil, wenn wir heute auf die Oberen oder auf die Großen dieser Welt hören und merken, alles ist verlogen, alles stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und deshalb ist der Einzige, auf den wir uns verlassen, Jesus Christus. Und er hat dieses Licht, diese Wahrheit in unsere zerbrechliche Gefäße gefüllt. Sage ich mal, ja, wir sind aus Ton gemacht, haben wir letztes Mal schon geredet. Und das Licht hat Gott uns anvertraut. In all unserer Schwachheit. Ich habe, wo ich noch jung war, also ich habe so ein großes Problem gehabt. Ich habe immer gedacht, ich muss zuerst perfekt werden und dann erst kann ich für Jesus was machen. Weil wenn ich einen Fehler mache, dann bereite ich Schande für Jesus vor und die Leute können dann nicht glauben, dass es Jesus gibt. Und dann einmal hat Gott mir das erklärt und hat gesagt, weißt du, wenn du perfekt werden willst, kannst du noch lange warten. Fang an. Und wenn du einen Fehler machst, dann gibst du ihn zu und sagst Entschuldigung, bitte vergib mir. Das hat mich sehr erleichtert und ich bin dann losmarschiert. Natürlich habe ich auch sehr viele Fehler gemacht, aber was mich immer wieder glücklich macht, das ist, dass ich weiß, Jesus vergibt mir, wenn ich ihm alles gestehe und sage, Herr Jesus, so ist es passiert, ich wollte das gar nicht, ich habe es nicht gewusst. Und so kommt er immer wieder entgegen und vergibt, wäscht alles Fehlerhafte weg, alle Schuld, alle Sünde, alles ist dann weg. In 2. Korinther 4, ich will ganz kurz nochmal den Vers wiederholen von letztem Mal. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind dieser zerbrechliche Topf oder Gefäß, wie auch immer. Und Gottes Licht scheint in uns, in dir. Ich will dir Mut machen. Überall, wo du bist, dort werden die Menschen Acht geben. Die Schüler in der Schule. Ich stelle mir das immer so vor, wenn meine Enkeltöchter in die Schule gehen
und ins Klassenzimmer hereinkommen, dann geht das Licht an, weil wir für unsere Kinder beten. Und ich hoffe, das machst du auch und unsere Kinder auch, gerade vom Reich Gottes, alle nah und fern. Lasst uns den Kindern Mut machen, dass die Schule sich sehr glücklich schätzen kann, dass unsere Kinder dort auf der Schule sind. Und wir segnen damit auch alle Lehrer und alle Schüler, alle, die jetzt wieder in der Schule sind, und beten, dass die Wahrheit sehr bald ganz ans Licht kommt. Und wir lesen danach, also diese 10 Jungfrauen, die haben sich aufgemacht mit ihren Lampen, aber noch hat man die Lampe nicht gebraucht, weil es war ja hell. Und danach, die haben gewartet und gewartet und sie mussten wahrscheinlich dann die Lampe irgendwann anzünden, aber sie schliefen ein. Sie waren müde, bestimmt vom Alltag. Und ich übertrage es auf unsere Zeit, auf die Braut Christi, weil auch wir heute, wenn man so global schaut, sehr viele Christen schlafen, sehr viele Christen eingeschlafen sind. Und deshalb auch wir dürfen an unsere Brust schlagen. Alltag, Routine, Kampf um das Tägliche und Warten ermüdet. Der Glaube kann in Tradition, Form, Gewohnheit übergehen und so, glaube ich, sieht Gott heute ganz viele Christen. Und jeder darf an die eigene Brust schlagen und sagen, Herr Jesus, wo bin ich, wo stehe ich? Und der Weckruf, der ging um Mitternacht los. Und ich glaube, dass wir schon in dieser Zeit drin sind, weil der ganze Erdkreis ist erfasst von dieser Corona-Krise und Menschen wissen gar nicht mehr, wohin sie hören und was sie glauben. Ach, ich wünsche mir so sehr, dass die Christen aufstehen. Ich traue mich nicht, jetzt so öffentlich aufzustehen. Wer bin ich schon? Aber zumindest in dieser Anrede, in diesem Thema möchte ich uns aufrufen, auch wenn da nicht so viele Zuhörer sind wie jetzt bei anderen Menschen, die es besser könnten, möchte ich trotzdem bitten, dass wir aufwachen und dass wir aufstehen und dass wir die Wahrheit sagen. Es geht um die Maskenpflicht, es geht um den Abstand. Und wenn es ein Problem in der Kirche wird, dass über solche Dinge diskutiert wird, dann sind wir im falschen Film. Dann geht's gar nicht. Weil die Bibel, die sagt uns ganz deutlich, dass wir einander mit einem heiligen Kuss begrüßen sollen. Das geht nicht auf Abstand. Oder wir sollen die Gemeinschaft der Gläubigen nicht verlassen. Das steht in Hebräer Kapitel 10. Oder wir sollen einander die Hände auflegen, wenn jemand krank ist. Sollte die Corona-Wirklichkeit sein und sollte jemand wirklich krank sein, ich habe heute einen ganz anderen Bericht gehört, wenn man nicht getestet hätte, wären auch keine positiv Getestete. Das kann jeder glauben oder nicht prüfen, aber ich zumindest habe keinen einzigen Corona-Kranken gesehen und habe auch keinen gesehen oder gehört, dass jemand gestorben wäre. Und das schon alleine zu einer Pandemie zu erklären, da wo eigentlich 100% betroffen wären und Menschen wie Mücken dahin sterben, dann ist es doch klar, dass das eine Lüge ist. Und wir Christen machen mit. Ich finde das bodenmäßig. Ich verurteile niemand, aber diese Sache verurteile ich, weil es
die einfach nicht die Wahrheit ist. Der Weckruf geht. Und wir sind dafür da, dass wir aufstehen und sagen, nein, wir stellen uns dagegen. Wo sind die Bösen? Die Bösen, wenn wir dran denken, an die ganze Führer oder überall, wo Krieg war und so, da haben sie diese Menschen als böse bezeichnet und da ging Krieg los. Aber warum? Weil nur ein Mensch irgendwas wollte und wollte Recht haben. Und da ging Krieg los. Heute ist der Krieg ganz anders. Und diese Männer und Frauen vielleicht, die dort am Steuer sitzen und die Weltregierung aufrichten wollen, die wollen die Kontrolle übernehmen. Und so wie es mir vorkommt, ist es so ein kleiner Test. Vielleicht hat er auch nicht ganz geklappt, wie sie es gewünscht hätten oder geplant haben. Aber lasst uns doch die Augen aufmachen. Und lasst uns aufwachen. Ich glaube, der Weckruf, der geht schon los. Und es geht auch wirklich los, dass man sieht, dass die Gemeinde sich spaltet. Der Leib Christi wird gespalten, wie hier. Das steht ganz deutlich. Das waren keine Weltmenschen, die fünf Törichte, sondern es waren fünf Kluge und fünf Törichte. Das geht wirklich durch die Mitte durch. Und ich möchte dich bitten und dich aufrufen, lass uns unser Leben prüfen. Noch sind wir nicht der Bräutigam kommt demnächst, aber noch nicht in den Wolken, so will ich sagen. Diese Jungfrauen, die standen auf, und sie schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, die haben gemerkt, das Licht geht aus. Ich habe kein Öl. Und in diesem Fall, wie fromm auch diese Klugen waren, teilen vom Öl war unvernünftig. Ich habe mir da Gedanken gemacht und habe gesagt, Herr, also wo ich noch klein war, habe ich gedacht, das ist aber ungerecht. Vielleicht hätte es doch gereicht, wenn sie geteilt hätten. Heute verstehe ich, teilen geht überhaupt nicht, weil es geht um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird jedem gegeben, so wie Gott es geplant hat, weil wir sind ja verschiedene Glieder. Einer ist die Hand, der andere ist der Fuß, jemand ist das Auge oder das Ohr. Und deshalb geht Teilen nicht, weil es geht um unsere Berufung, es geht um unsere Bestimmung. In 1. Korinther 12, da steht es, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Die Frage steht natürlich, warum haben die Törichten das Öl nicht dabei gehabt? Es geht um die Verbindung zur persönlichen Verbindung zum Himmel. Und es gab eine Zeit, ich war gläubig, ich war sehr religiös, kann man sagen. Ich habe gedacht, ich habe alles erfüllt. Ich habe immer wieder gedacht, habe ich hoffentlich alles getan, was Gott will. Was könnte ich noch tun? Und bin fast durchgebrannt, bis endlich Gott mir einen Stopp eingelegt hat, damals, wo ich krank geworden bin und eigentlich am Ende meines Lebens gestanden bin. Und dann hat Gott zu mir gesagt, wenn ich dich gesund mache, willst du mir 100% geben? Und ich habe nicht verstanden, um was es geht. 100%, er will keine Werke, er will uns haben, die Gemeinschaft. Er will, dass wir ihn hören. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. An einem anderen Platz sagt er, wer auf meine Worte hört und sie tut, das ist ein kluger Mann. Dort geht es um einen Mann, hier geht es um eine Frau, um die Braut,
klug, wenn wir ihn hören und das tun, was er sagt. Er ist der Herr, ich bin das Werkzeug. Nicht ich mache, was ich denke, was ihm wohl gefallen würde. Und das ist der Punkt bei den törichten Frauen, Jungfrauen. Sie handeln. Und die Klugen senden sie auch dahin und sagen, geht zu den Krämern, vielleicht hilft's euch. Ja, Herr, ich habe doch das und das gemacht. Kannst du dich erinnern, wie viel ich gespendet habe? Oder ich habe noch Kranke besucht oder das und jenes gemacht, mit Kindern was. Und alles aus eigener Kraft. Gott hat mich überhaupt niemals dahin gesendet. Das heißt, diese törichten Jungfrauen, die konnten Gott nicht hören. Die waren sehr religiös. Die haben getan, was sie dachten, dass Gott will. Aber wir haben das Wort Gottes, durch das Gott spricht. Und wir beten zum Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, bitte eröffne mir deinen Willen. Und immer wieder sagt uns auch die Bibel, wir sollen drei Zeugen haben. Davon haben wir letztes Mal gesprochen. Drei Zeugen. Lass dir's bestätigen, was Gott von dir will. Das ist auch mein Ziel. Und wie weit können die Krämer sein? Ich muss nicht weit laufen. Jesus hat einmal den Tempel gereinigt. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber in Johannes 2, Vers 13 bis 17 steht, dass Jesus eine Geisel gemacht hat. Er kam da rein und hat gesehen Tische und Käufer und Verkäufer, Wechslertische, Schafe werden verkauft, Tauben werden verkauft. Er hat das alles umgeschmissen und hat es rausgeschmissen und hat gesagt, mein Herr, mein Haus ist ein Bethaus. Ich habe diese Woche gemerkt, wie ich auch handle. Immer wieder, Herr Jesus, reicht es? Reicht's? Ich erbitte gerade eine Sache von ihm und ich habe es noch nicht. Ich bin schon einige Wochen dran oder Monate und es passiert nicht. Und ich zweifle immer an mir und sage, ja, Herr Jesus, vielleicht ist noch was in meinem Leben nicht in Ordnung. Vielleicht ist das oder jenes. Und mein Mann ermutigt mich immer wieder und hat gesagt, hat Jesus alles bezahlt oder nicht? Ich sage nicht, wenn uns der Heilige Geist eine Sache öffnet und sagt, du musst gehen und dich entschuldigen oder du musst diese Sache in Ordnung bringen, dann ist es gut, wenn wir hingehen und das tun, dann sind wir frei. Aber was passiert, wenn es nicht dran ist? Weil wenn man irgendwas klären muss, da gehören immer zwei dazu. Und ich habe so verstanden, wenn ich bereit bin und sage, Herr Jesus, wenn du mich sendest, dann gehe ich. Und dann dürfen wir getrost sein, dass für uns alles bezahlt ist. Wir handeln nicht. Wir gehen nicht zu den Krämern. Wir waren am Kreuz, im Tempel, dort, wo die Tische standen. Da gehört das Kreuz hin. Dort war der Opferaltar. Und wir wissen, der Opferaltar, das ist das Kreuz. Und deshalb, die Klugen waren schlau. Die haben einfach ihre Schuld und alles abgegeben. Und die haben gehört auf den Heiligen Geist. Die haben das Licht dabei gehabt. Und das Licht und die Wahrheit der Bräutigam, das ist, was der Vater sucht. Wenn wir auf den Bräutigam hören und das Licht, den Heiligen Geist, dann dürfen wir zum Vater eintreten. Und schon ist die Verbindung da. Wir dürfen uns belehren lassen, wir dürfen hören. Und das sind meine allerliebsten Minuten, Sekunden, Stunden, wie auch immer, manchmal weniger, manchmal mehr, aber wenn ich
diese Stimme hören darf, dann bin ich glücklich und ich weiß, ich bin neu erfüllt, ich bin erquickt und dann gibt es keinen Burnout oder es gibt keine Depression. Und wir gehen ganz kurz weiter. Diese törichte Frauen, die gingen weg. Und bis sie gekommen sind, war die Tür verschlossen. Wer ist die Tür? Jesus ist die Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wenn wir hören, dass Jesus zu diesen Frauen gesagt hat, ich kenne euch nicht, das sagt mir, dass sie noch nie durch diese Tür durchgegangen sind. Die kennen ja gar nicht die Tür. Und deshalb ist es eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Frage. Wo stehe ich? Jesus hat in Matthäus 7, sagt er zum Beispiel, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Religion, das ist eine Gesetzlichkeit, wenn Menschen ihre Gesetze aufstellen und auch sie von anderen fordern. Es kann ja gut sein, dass für mich irgendwas, was ich aus der Bibel verstehe, ein Gesetz ist für mich. Ich habe es ausgemacht mit meinem Gott und sage, für mich ist das Tabu. Es gibt viele verschiedene Sachen, ich will hier nichts nennen. Jeder kann sich das selber ausmalen und denken. Aber wenn wir mit dem Gesetz anfangen, dann kommt Gott auch mit dem Gesetz. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist und er hat das Gesetz der Gnade eröffnet. Und Jesus spricht heute, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das sagt er zu Laodicea in Offenbarung 3,20. Das ist eine große Gnade, wenn wir heute noch seine Stimme hören und sein Klopfen. Und damit möchte ich ganz bitten, falls du Jesus noch nicht dein festes Ja gegeben hast, vielleicht glaubst du an Jesus und hast ihn auch schon erlebt, vielleicht hat er dich sogar gesund gemacht. Aber wenn du die Stimme Jesu heute nicht hören kannst, dann bist du noch nicht durch die Tür durch oder hast dein Herz noch nicht geöffnet. Deshalb möchte ich bitten, öffne doch dein Herz heute für Jesus und sag, Jesus, ich glaube an dich, dass du mich liebst und dass du für mich gestorben bist und dass du für mich das Gesetz erfüllt hast. Heute lebe ich aus Gnaden. Wenn ich schuldig werde, dann sagt der Heilige Geist mir, stopp, Irene, ich verliere meinen Frieden. Und dann weiß ich, was los ist, dass ich fragen muss. Und dann bekomme ich wieder meinen Frieden, indem er mir vergibt, wenn ich ihn darum bitte. Und er wieder alles gut macht und mir seinen Frieden schenkt. Er sagt zu uns, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Heute ist das Internet voll von der guten Botschaft. Ich weiß, auch viel Böses gibt es da. Ich aber möchte aufrufen, wenn wir Menschen haben, die wir lieben, für die wir beten, dürfen wir auch beten, zum Beispiel, dass sie im Internet was finden,
was ihnen Mut macht, was sie zu Jesus führt. Es gibt ganz viele gute Botschaften. Und wir dürfen gute Botschaften auch weiterleiten, damit Menschen aufgeweckt werden. Mitternacht ist Ende der alten Zeit und Anfang der neuen. Wo steht der Zeiger an der Weltuhr? Heute. Ich habe gehört, dass ein Mann, der prophetisch einfach, er hat eine Vision gehabt und er hat die Uhr gesehen und ist erschrocken, weil die Uhr keinen Zeiger mehr hatte. Und er fragt Jesus und sagt, Herr, wie viel Zeit, wie viel Uhr ist es? Und Jesus hat zu ihm gesagt, die Zeit ist abgelaufen. Alles, was jetzt noch läuft, ist Gnadenzeit. Und die kann man nicht messen. Und deshalb glaube ich auch, gibt es keinen festen Termin. Wir dürfen einfach wissen, dass heute noch Gnade ist. Und wenn du heute seine Stimme hörst, dann verschließe und verstocke dein Herz nicht. Auch ich will mein Herz weit öffnen, damit ich alles erfüllen kann, was er will. Ich habe noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, wir hören schon den Weckruf. Lass uns aufwachen und aufstehen von unserer Bequemlichkeit, von der Routine. Du kommst sehr bald wieder, wie du es versprochen hast. Ich will deiner Berufung treu sein. Zeig mir bitte, was du noch vor mir hast. Ich will dich kennen und durch den Heiligen Geist Verbindung haben zu dir. Dein Licht soll in mir leuchten und anderen den Weg zu dir zeigen. Lass mich meine Berufung erkennen. Vielleicht hast du noch mehr vor für mich, dann führe mich dahin. Ich liebe dich, Herr Jesus. Amen. Ich segne dich im Namen des Herrn Jesus Christus und wünsche dir in allen Dingen Frieden. Shalom.